Was ist Ihre größte Schwäche? In den allermeisten Bewerbungsgesprächen wird die Schwächenfrage in irgendeiner Form auftreten. Vielleicht auch mal etwas kreativer. Was würde Ihr Chef denn an Ihnen kritisieren? Über Sinn und Unsinn dieser Frage kann man gerne diskutieren. Fakt ist, als Bewerber oder Bewerberin sind wir mehr als gut beraten, uns auf diese Frage vorzubereiten, wenn wir den Job auch wirklich haben wollen. Und gute Neuigkeiten. Es gibt eine beste Antwort und eine effektive Art der Vorbereitung. Und dazu kommen wir gleich. Genauso wie die Schwächenfrage zu Floskel verkommen ist, hält es sich auch mit den Antworten. Die meistgehörten Antworten auf die Schwächenfrage lauten: Ich bin ungeduldig. Ich kann nicht Nein sagen. Ich bin perfektionistisch. Ich arbeite zu viel. Jeder Personaler hat diese Antworten schon tausendfach gehört. Der Trick, eine Schwäche als Stärke zu verkaufen, ist komplett abgelutscht und hat keine Wirkung mehr. Der YouTube-Kanal von Niklas Steenfatt begeistert mich. Ich empfehle Niklas meinen Schweizer Kundinnen und Kunden regelmäßig. Seine Bewerbungstipps gehören für mich auf YouTube mit Abstand zu den Besten. Gerade auch, aber nicht nur, für Berufseinsteiger und Studierende bietet Niklas grandiose Inhalte. Und Niklas hat meiner Meinung nach die beste Antwort auf die Schwächenfrage geliefert. Lassen wir ihn sie doch gleich selbst vortragen. Und dann möchte ich dir noch eine Ergänzung mit auf den Weg geben, wie du deine persönlichen Beispiele generieren kannst. Ich würde auf Was ist Ihre größte Schwäche wahrscheinlich sowas antworten wie Gummibärchen. Erstmal einen Witz machen, das Ganze ein bisschen auflockern und dann würde ich sagen, naja, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Schwäche, weil das so nach einer inhärenten Charaktereigenschaft klingt, die man nicht ändern kann, und würde stattdessen eher sagen bzw. fragen, was sind Bereiche, die ich im Moment noch besonders schlecht kann? Was möchte ich lernen? Und dann irgendein Beispiel nennen. Natürlich nichts, was Voraussetzung ist für den Job, für den man sich gerade bewirbt, sondern sowas wie, ich habe noch nie in einem großen Team gearbeitet, wenn das denn stimmt. Und daran werde ich mich erst gewöhnen müssen. Danke, Niklas. Genau so. Für mich ist das eine der besten Antworten, die es auf die Schwächenfrage gibt. Besser kann man es nicht sagen. Vielleicht noch anders, wenn man Worte wie inhärent jetzt ja nicht gerade zu seinem alltäglichen Wortschatz zählt. Auf den Gummibärchenwitz hingegen würde ich persönlich jetzt eher verzichten. Auch den hat jeder Personaler schon zigfach gehört. Aber klar, Niklas mit seiner coolen Art bringt ihn einfach sehr gelungen rüber. Was bei Niklas Video noch fehlt, ist eine Anleitung, wie du zu deinen persönlichen Beispielen kommst. Und diese Anleitung möchte ich dir jetzt als Ergänzung noch mitgeben. Los geht's! Erinnere dich an 5 bis 10 Situationen aus deinem Berufs- oder Studentenleben. Als du zum Beispiel mal eine Arbeit schreiben musstest oder verantwortlich warst für ein wichtiges Projekt. Zu jeder dieser Situationen schreibst du nun Adjektive hinzu, die auf dich und dein Verhalten in besagter Situation zutrafen. Das können positive wie negative sein. Beispiele: zuverlässig, übermütig, begeisterungsfähig, neugierig und so weiter. Zu jeder Situation stellst du dir die folgenden 3 Fragen. Was habe ich erreicht? Wo bin ich gescheitert? Was habe ich gelernt? Respektive, was würde ich heute anders machen? Nun hast du sowohl Stärken wie Schwächen ermittelt, die du im Bewerbungsgespräch umgehend nennen kannst. Doch nicht nur das, du verfügst nun auch über passende Geschichten und authentische Beispiele. Du hast nun dein eigenes Set an fundierten, authentischen Antworten bereit, mit denen du dich von der Masse abhebst. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, wenn du gerade mitten im Bewerbungsdschungel steckst. Das entsprechende Video von Niklas Steenfatt und seinen YouTube-Kanal habe ich dir in der Infobox unten verlinkt. Schau unbedingt vorbei bei Niklas, wenn du ihn noch nicht kennst. Und ja, lass doch gleich ein Abo da. Ja, und wir, du und ich, wir sehen uns im nächsten Video von Lucas Training. Ich glaube an dich. Okay, ciao, ciao.